Willkommen zu unserem Video 12 Kriterien zur Auswahl eines Good Coverage Tools. Wenn Sie auf dieses Video gestoßen sind, sind Sie vielleicht gerade auf der Suche nach einem Good Coverage Analyzer. Und ich möchte Ihnen in dieser Präsentation dafür ein paar Kriterien an die Hand geben, die Sie bei der Wahl eines geeigneten Code-Abdeckungswerkzeuges unterstützen. Mein Name ist Klaus Lammertz. Ich bin von der Firma Verifysoft. Wir sind ein Unternehmen, was im Bereich Software-Test-Tools unterwegs ist und auch einen Code-Coverage-Analyzer im Programm hat. Von daher ist das jetzt eine kleine Vorwarnung. Ich werde in den einzelnen Punkten selbstverständlich auch auf unser Tool eingehen. Die einzelnen Kriterien können und sollten Sie aber unabhängig anwenden können, und ich empfehle, alle für Sie in Frage kommenden Tools auch intensiv zu evaluieren und miteinander zu vergleichen und Ihre Entscheidung erst dann zu fällen. Es geht um die Auswahlkriterien, aber Sie werden sehen, dass wir da mit unserem Tool Testbed CDC++ ganz gut dabei sind. Zunächst ein kurzer Blick auf die Gründe, die Motivation, ein Code Coverage Tool überhaupt einzusetzen. Interne Gründe sind in der Regel, ja, dass die Code Coverage als Teil des Qualitätsmanagements vorgeschrieben ist, um einfach eine höhere Softwarequalität zu erreichen. Des Weiteren hat der Wunsch, Hinweise zu bekommen, wo für den Test noch Testfälle fehlen für den kompletten Test, und auch um redundante Tests halt zu vermeiden. Für die meisten unserer Kunden ist es so, und jetzt sind wir bei den externen Gründen, dass die Code Coverage in sicherheitskritischen Softwareprojekten halt einfach schlicht durch die Norm vorgeschrieben ist, beziehungsweise auch entsprechend vom Geschäftspartner halt verlangt wird. Bei den Normen ist es so, dass je nach Sicherheitslevel, also SIL, ASIL oder bei Luftfahrt DAL, bestimmte Code Coverage Stufen erfüllt werden müssen. In der höchsten Sicherheitsstufe ist durch die Bank bei allen Standards, bei allen Normen, die Modified Condition Decision Coverage, MCDC Coverage gefragt. Und damit sind wir jetzt auch schon beim ersten Auswahlkriterium. Das Werkzeug sollte natürlich die erforderlichen Code-Coverage-Stufen unterstützen, die Sie benötigen. So, jetzt kann es natürlich sein, dass Sie gerade ein Projekt haben, was nicht so sicherheitskritisch ist, wo Sie sagen, ich komme mit einer geringen Sicherheitsstufe hin und fange mal mit einem einfachen Tool an. Allerdings macht es durchaus Sinn, hier auch über den Tellerrand bzw. über den Projektrand hinauszuschauen. Das nächste Projekt hat vielleicht ein höheres Level, oder im aktuellen Projekt steigen die Anforderungen. Von daher macht es durchaus Sinn, ein Tool im Haus zu haben, was alle für die sicherheitskritischen Softwareentwicklungen erforderlichen Code Coverage Stufen abdeckt. So, hier haben wir noch mal kurz ein Slide über die Code Coverage Level, die wichtig sind. Wenn Sie hierzu mehr wissen wollen, habe ich oben ein Video eingeblendet, was auf die einzelnen Code Coverage Stufen eingeht. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Wichtig für die Normen sind halt alle diese Stufen außer der Pass Coverage, der ist eher theoretisch, und die Multi-Condition Coverage, die wird von den Normen nicht gefordert, da man das gleiche halt, den gleichen Zweck mit der MCDC Coverage abdecken kann, und zwar mit weniger Testfällen. So, wichtig zu wissen in dem Zusammenhang ist, dass viele Coverage Tools maximal Decision oder Branch Coverage anbieten und daher für die sicherheitskritische Softwareentwicklung einfach unzureichend sind. Weiterer Punkt ist die Compiler-Unabhängigkeit. Also ideal sind Werkzeuge, die alle Compiler unterstützen. Viele Tools beschränken sich halt auf einige wenige Compiler oder sind sogar an einen Compiler geknüpft. Wenn der Compiler, den Sie jetzt im Projekt nutzen, dabei ist, ist es für Sie erstmal okay. Aber wenn später der Compiler gewechselt werden sollte, beziehungsweise ein anderes Projekt kommt, ja, dann ist die Unabhängigkeit vom Compiler halt wichtig. Also ein Tool, was Compiler unabhängig eingesetzt werden kann, kann halt wesentlich vielfältiger verwendet werden und ja, ist daher in der Regel eine lohnende Investition. So, mit unserem Tool Testbed CDC++ haben wir einen Code Coverage Analyzer, der halt alle Compiler und alle Cross-Compiler unterstützt. Die Liste, die Sie hier sehen, gibt die Compiler an, für die wir fertige Settings haben.
Auch wenn Ihr Compiler jetzt gar nicht dabei ist, Sie können es hier im Video vielleicht gar nicht erkennen, wo wir die Settings haben im Text hier, aber das brauchen Sie auch nicht, weil wir für alle Compiler, für alle, die hier stehen und für alle anderen die notwendigen Settings relativ schnell zur Verfügung stellen können. In der Regel passiert das innerhalb der Evaluationsphase. Sie können aber auch als Kunde das selber anpassen. Das ist relativ einfach und ist kein Hexenwerk. Wichtiger Hinweis hier für die Lizenzierung von Testbed CPC. Es ist so, dass diese auch für alle Compiler gilt. Das heißt, Sie können mit einer Lizenz alle Compiler abdecken. Wenn Sie Compiler jetzt wechseln, dann ist es nicht erforderlich, sich eine neue Lizenz irgendwie einzukaufen. Dann, wie sieht die Integration in Toolketten und CI-Prozesse aus? Ja, die sollte idealerweise einfach sein und eben nicht das Leben schwer machen. Auch innerhalb eines Unternehmens sind in der Regel die Entwicklungsumgebungen und die Toolketten oft heterogen. Und ein Code-Coverage-Tool soll halt problemlos dann in allen Projekten mit allen verschiedenen Umgebungen zurechtkommen und einfach zu integrieren. Sofern das Code-Coverage-Tool auch über Kommandozeile genutzt werden kann, was bei Testbed++ der Fall ist, bieten sich Vorteile auch bei der Erstellung von automatischen Builds an. Testbed++ beispielsweise ist in verschiedenen Build-Systeme integriert, wie CMake, Make, Ninja, Backscript, IR-Build, Microsoft Build und so weiter. Wir sind in verschiedene Entwicklungsumgebungen integriert, also die Klassiken auf jeden Fall werden unterstützt, Visual Studio, Eclipse, IR, also eine ganze Reihe weitere. Dann, wie ist die Einbindung mit Drittwerkzeugen, mit Third-Party-Tools? Und dann, wie ist die Integration in eine eigene Toolschiene? Wie flexibel ist das? Kann auch im Rahmen der Evaluation dann abgeprüft werden. Nächstes Kriterium ist der Instrumentation Overhead des Tools. Code Coverage Tools arbeiten in der Regel so, dass sie den Code bzw. eine Kopie des Codes, dass da Zähler hinzugefügt werden, um festzustellen, ob der entsprechende Codeteil ausgeführt wurde oder halt noch nicht. Die Code Coverage Informationen werden dann wieder mit dem Quellcode zusammengeführt und dann zum Schluss in einem Report ausgegeben. Jetzt gibt es Tools, die einen relativ großen Overhead haben und solche, die mit relativ geringem Overhead zurechtkommen. So, bei Testbed++ ist der Overhead recht gering. Das ist wichtig, wenn auf dem Embedded Target selber getestet wird. Der Target oder das Target hat ja einen begrenzten Speicherplatz nur. Genaue Zahlen, die hängen natürlich von der Komplexität Ihrer Programmierung ab, sodass man hier nicht ins Detail gehen kann und sagen kann, das sind 25% oder 30%. Aber aus 20 Jahren Erfahrung mit Testbed++ haben wir von unseren Kunden auch die Rückmeldung, dass das Tool hier sehr, sehr geringe Werte hat, sehr gute Werte hat und es auch noch funktioniert, wenn andere Code-Coverage-Tools halt schon ausgestiegen sind. Testbed++ hat noch einen weiteren Vorteil. Durch die Bit-Coverage-Option besteht die Möglichkeit, den erforderlichen Speicherplatz nochmals deutlich zu verringern. Es wird dann nur noch angezeigt, ob ein bestimmter Codeteil getestet wurde, allerdings nicht mehr wie oft. Also damit kann man den erforderlichen Speicherplatz nochmal verringern. Aber auch hier am besten ist, dass Sie verschiedene Code-Coverage-Werkzeuge während einer Evaluation sich ansehen, ausprobieren. Das macht durchaus Sinn, weil die Unterschiede bei den verschiedenen Code-Coverage-Tools durchaus erheblich sind. Weiteres Kriterium, die unterstützenden Programmiersprachen. Testbed++ wurde ursprünglich für C entwickelt, ist bereits seit 1989 verfügbar, wurde dann später, als C++ halt auf den Markt kam, auf C++ ausgeweitet. Die überwiegende Anzahl unserer Kunden setzen Testbed++ halt für diese beiden Sprachen ein, weil unsere Kunden meist im sicherheitskritischen Umfeld unterwegs sind. Wir unterstützen aber auch Java und C#, sodass Sie auch für diese Programmiersprachen das gleiche Tool mit der gleichen Oberfläche und gleichen Ausgaben nutzen können. Ja, also
wichtig auch die unterstützten Programmiersprachen. Weiteres Kriterium, kommt das Tool mit einer kreativen Programmierung zurecht, also mit Sprachkonstrukten, die von den üblichen Standards abweichen oder eine hohe Schachtelungstücke besitzen. Hier vergleichen unsere Kunden Tesla CTC mit einem Geländewagen, der so ziemlich überall durchsteht. Ja, also geht vom Geländewagen, ist vielleicht der wichtigste Slide hier in dieser Präsentation. Das Tool, der Geländewagen, der geht praktisch überall durch, Sie können überall nutzen und so ist es auch mit dem Coverage-Tool Tesla CTC++. Müssen Sie auch schauen, kommt das Code-Coverage-Tool, was Sie im Auge haben, mit kreativer Programmierung zurecht. Benutzerfreundlichkeit, so wie einfach oder schwierig ist ein Tool zu nutzen? Bei Entwicklungssoftware ist es ja oft so, dass diese nicht benutzt wird, weil man gerade Lust drauf hat, sondern weil es halt einfach Teil des Prozesses ist und man quasi das Tool nutzen muss. Und ein einfaches Handling erhöht die Akzeptanz hier beim Anwender, beim Entwickler, beim Tester halt sehr deutlich. Idealerweise läuft ein Code-Coverage-Tool irgendwo im Hintergrund und der Nutzer merkt gar nicht, dass da was ist und hat keine zusätzliche Arbeit damit. So, auf unserer Webseite werden Sie natürlich lesen, dass Tesla CTC++ einfach zu nutzen ist oder auf Englisch easy to use, aber auch hier Empfehlung, evaluieren, vergleichen, selber die Erfahrung machen. Weiteres Kriterium wäre, wie sehen die Berichte aus? Sind sie klar? Sind sie hilfreich? Ist das Ganze übersichtlich? Ist es verständlich? Und das beides für die zusammenfassende Informationen halt, aber auch im Detail, wenn die Code Coverage quasi in ihrem Quellcode gezeigt oder aufgebröselt wird, dass Sie sehen, was ist im Quellcode genau jetzt getestet worden, was noch nicht. So, es sollte bei den Reports möglichst auf einen Blick klar werden, wo der Hase läuft, sage ich mal, also welche Teile des Codes bereits getestet sind und wo noch Tests fehlen. Und dann bei einem guten Coverage-Tool kann der Tester halt auf Quellcode-Ebene ganz einfach erkennen, wo jetzt noch Dinge, Tests nachzuliefern sind. Im sicherheitskritischen Umfeld ganz, ganz wichtig ist das Tool für die Nutzung in diesem Bereich überhaupt geeignet. Der Nachweis der Eignung kann einerseits hier über eine sogenannte Tool-Qualifizierung erfolgen oder auch für die meisten Normen über ein Zertifikat. Testwelt CTC++ verfügt hier über ein TÜV-Zertifikat und mit diesem TÜV-Zertifikat und dem dazugehörigen Safety Package können Sie das Tool für die meisten Normen halt ohne weitere Qualifizierungsaktivitäten einsetzen. Dieses TÜV-Zertifikat, was halt die Nutzung des Tools erlaubt, funktioniert für die vorgenannten Normen, allerdings nicht für die Luftfahrtnorm DO 178C. Da muss auf jeden Fall eine Tool-Qualifizierung durchgeführt werden und hier ist es dann wichtig, hat das Tool ein Qualification Kit. Bei Testbed CTC++ ist das der Fall, wo Sie halt das Kit nutzen können, um das Tool in Ihrer Toolchain zu qualifizieren. Das ist eine wichtige Unterstützung, die ein Tool halt mitbringen sollte. Also Qualification Kit, soweit es um die Luftfahrt geht, beziehungsweise ein gültiges TÜV-Zertifikat, um das den Einsatz in sicherheitskritischer Softwareentwicklung ohne weitere Qualifizierungsaktivitäten halt erlaubt. Weiteres Kriterium, gibt es die Möglichkeit, das Tool halt zu evaluieren als Vollversion, kann ich mir das den ansehen. Ich gehe davon aus, dass das bei den meisten bzw. bei allen Tools der Fall sein wird. Wir bei VerifySoft bieten Ihnen das für Tesla CTC++ selbstverständlich an. Weiteres Kriterium, wie sieht der technische Support aus? Das sehen Sie in der Regel schon während der Evaluationsphase. Da bekommen Sie einen ersten Eindruck, ob Sie unterstützt werden, wie Sie unterstützt werden. Eine Tool-Evaluation sollte halt auch dazu dienen, genau das herauszufinden.
unterstützt man sie schnell und zielführend? Kann man den Support anrufen oder nur per Mail kontaktieren? Wie kompetent sind die Mitarbeiter dort? Wie sind die Reaktionszeiten? Passiert das Ganze auf Deutsch und im deutschsprachigen Raum? Oder muss ich das irgendwie auf Englisch abwickeln und mein Support sitzt irgendwo weit weg im Ausland? Und auch eine wichtige Sache, wie gut und praxisnah ist das Benutzerhandbuch? Komme ich damit schon vorwärts oder ist das ja, das berühmte Buch mit 7 Siegeln? Wie sieht die Marktdurchdringung aus? Da lohnt sich ein Blick auf die Kundenreferenzen des Herstellers. Also Frage ist hier, bin ich der Erste oder bin ich bei dem Ersten, die dieses Tool überhaupt einsetzen und habe im schlimmsten Fall mit also Kinderkrankheiten zu tun des Tools oder gibt es schon ausreichend Referenzen, die Hinweise auf die Qualität des Tools und die Qualität des Herstellers geben. Bei Testbasierten C++ sieht die Sache so aus, wir haben hier über 33 Jahre eine kontinuierliche Entwicklung des Tools, also seit 1989. Über 30 Jahre an den gesamten Kundeninput ist in das Tool eingeflossen, den es halt hergegeben hat. Und das sind auch so Kriterien, die man berücksichtigen sollte. So aktuell, also 2023, heute haben wir über 750 Kunden in 43 Ländern für das Tool. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung, das was jetzt Tesla CCC hier bietet und was Sie dann gerne auch mit anderen Tools vergleichen. Wie sehen die Coverage Levels aus? Tesla CCC alle Coverage Stufen, alle Compiler und Cross-Compiler, ist das bei den anderen Werkzeugen auch der Fall. Wie sieht die Integration aus? Wie ist der Instrumentation Overhead? Wie ist die Sprachunterstützung? Wird auch ja, eine kreative Programmierung unterstützt durch das Tool. Wie einfach oder kompliziert ist das Tool zu nutzen? Wie sehen die Reports aus? Ist das Tool geeignet für sicherheitskritische Softwareentwicklung? Wie sieht es mit der Evaluation aus? Wie ist die Qualität des Supports, des technischen Supports? Und wie sieht die Marktdurchdringung des Tools bzw. des Herstellers aus? Ist der Hersteller bekannt? Ja, ist es eine ganz neue Firma, ist es eine Firma, die seit Jahren auf dem Markt ist und sich behauptet hat, wie viele Kunden gibt es für das Tool, ja, oder bin ich der Erste, bin ja allein auf weiter Flur. So, ich bedanke mich bei Ihnen, wir würden uns freuen, wenn wir in irgendeiner Form zusammenkommen würden, wenn Sie sich unsere Werkzeuge ansehen würden und ich freue mich auf Ihre Nachricht. Vielen Dank.